Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir aus der Basis der Abtrünnigen geflüchtet und sind schon zu dem Ort hingegangen, wo wir eigentlich hin sollten, und zwar zu Colette. Folgendes. Ich wollte eigentlich aufs ein bisschen trainieren hier, auf jeden Fall diese Charaktere hier alle, und ja, da wir ja so vernichtend geschlagen worden sind, habe ich gedacht, das wird vielleicht ein bisschen helfen, aber daraus wurde irgendwie nichts, weil schon wieder hier und da Skits aufgeploppt sind. Ehrlich gesagt nur eins, mehr weiß ich nicht. Und ja, dann bin ich noch über eine, mein Gott, eine andere Location gestolpert, die wir sogar betreten können. Und da gehen wir jetzt mal direkt hin. Das sieht immer so komisch aus. Ja, ich wollte ja eigentlich in der letzten Folge schon ein bisschen erstmal erkunden, bevor wir Colette suchen, aber ja, wir sind natürlich sofort auf Colette gestoßen, was ein bisschen blöd war. Das Gute daran ist allerdings, dass wir jetzt, und erstmal es geht, gewöhnlich und lächerlich. Renegade to itta ka. Yatsura anadorenu gijutsuryoku o motte iru you da na. Kichi no shisetsu to ka sugokatta shi na. Yatsura ga are dake no gijutsu o motte iru no da. Omae tachi ga teki ni mawashite iru kurushisu mo それ以上の技術を持っているのだ。ああ、気を引き締めないとな。だが、我々には奴らにないものがある。まあまあまあ、しょ。なんだろう。愛と勇気。こら、リーガルがそんな俗っぽい。あれ、待って、待って、待って。Ach, und danach sind wir K.O. gegangen, ne? Okay, dann müssen wir überspringen. Stimmt, danach sind wir K.O. gegangen. Stimmt, jetzt geht hatten wir ja schon.Ich drücke die am besten immer so schnell wie möglich weg, weil dann ist die Gefahr nicht so groß, dass sie einfach so verschwinden, wie wir wiederkommen. So, da waren wir, da war nichts. Und hier irgendwo in der Nähe war doch Colette. Ja, genau da oben, da gehen wir jetzt nicht hin. So, wie gesagt, gut ist, jetzt, wo wir wissen, dass Colette da ist, können wir das gekonnt umgehen und alles andere untersuchen. Hier ist, glaube ich, die erste Stadt, in der wir hingegangen sind, ne? Mit Tokio. Und jetzt finde ich die Stadt nicht wieder, wo wir denn, ja, okay, jetzt habe ich schon verraten, die Stadt, wo wir hingehen können. Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, hier ist richtig. Und zwar, ich bin offscreen mal so ein bisschen durch die Gegend gecruised und mir ist aufgefallen, oder so ein Stein, den möchte ich mal bitte gerne haben. Ah, okay. Flanor. Da muss ja Flanor hier in der Nähe sein. Und zwar da. Da bin ich reingegangen. Da wurde ich nicht wieder direkt rausgeschossen von Leuten und so. Deswegen gehen wir mal da rein. Sehr schön. Stadt des Winters. Flanor. Jetzt werde ich irgendwie rausgeschmissen, aber was? So, dann gehen wir mal hier rein und gucken uns ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Sachen, die uns nützlich sein könnten. Ja, okay. Erstmal im Gasthaus gehen, genau. Aber wir sind schon ein bisschen kaputt. Und ja, vielleicht ist ja irgendwo ein Shop, wo wir Sachen kaufen können. Und dann sind wir wieder richtig gut gewappnet. Zufall. Ja, sind doch diese Rayards, oder? Du siehst. Okay, ich dachte, da wäre wieder der Koch, weil der Stuhl so komisch aussah. Okay, Waffen, Rüstung und so hätte ich gerne. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir irgendwo Waffen und Rüstung kaufen, werden wir unbesiegbar. Im Gegensatz zu den anderen Tales auf Spielen sind die Waffen hier irgendwie nicht so eine Dekoration. Weil da gibt es ja nicht irgendwie so Titel oder Lilium-Kugeln oder Allium-Kugeln oder irgendwie sowas, die ganzen Werte aufballern. Also hier machen die Waffen, finde ich, schon einen richtigen Unterschied. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn wir neue bekommen. Sehr schön. Was? Entschuldigung. Habt ihr zufällig Celsius-Träne? Fragt das Kind da unten, das hat gerade darüber geredet. Was ist denn das? Eine berühmte Eisblume in Flanor. Sie hat die geheimnisvolle Macht, alles zu Eis erstarren zu lassen. Zu Eis erstarren lassen? So was habe ich ja noch nie gehört. Achso, wenn ihr sie findet, sagt mir bitte Bescheid. Ich zahle jeden Preis. Okay. Und seid vorsichtig, wenn ihr Celsius-Träne anfasst. Bei direkter Berührung erleidet ihr schwere Verbrennungen. Wie sollen wir sie denn dann pflücken? Es passiert nichts, wenn ihr sie mit Pinguinhandschuhen berührt.
Frag den alten Mann im Zubehörladen, Schneewittchen danach. Okay, gibt es auf jeden Fall einen Zubehörladen, das heißt Waffen und Rüstunglagen wird es hier bestimmt auch geben. Und warum ist hier so eine Schlange? Und ich gehe einfach kackefrech da rein. Ihr seid auch erkältet, stimmt's? Fast alle meine Patienten leiden unter Erkältung. Warum nur? Vielleicht weil es hier so kalt ist? Oh mein Gott. Bist du denn für ein Arzt? Okay, hier gibt's nichts mehr. Geht ja wieder mit Zellos rumlaufen und hier die ganzen Mädels den Finger wegkönnen. Hast du eigentlich das Dingens? Hier. Guck mal, wieder eine Woche gespielt. Schon wieder alles vergessen. Hast du was zu verkaufen? Oh, okay. Ja, brauche ich aber nie. Das ist mir zu teuer, ehrlich gesagt. Okay, da habe ich schon mal einen Hund gesehen. Ich muss mit Colette unbedingt wieder hier zurück. Ja, da komme ich wieder zurück, ne? Okay. Luft schweben, okay. Das muss ich mir merken. Im Winter geschlossen. Hier schneit es doch dauernd, nehme ich mal an. So ein zweiter Hund, habe ich gesehen. Alles klar. So, du siehst wie Ausrüstung aus. So, ja, ich weiß nicht, wie ihr funktioniert, deswegen lasse ich euch mal in Ruhe. Mann, du hast eine geile Frisur. Ausrüstungsanpassung. Was? Okay, aber Waffen. Von denen keiner aktuell ist. Ma. Silberpanzer. Gewand der Alten, was? Ja, kannst nur du. Kannst du? Was kannst du? Mein Gott. Jetzt mal hier Übersicht. Nee, du hattest. Du auch. Ja. Ich glaube, die Alten sollte ich doch mal irgendwann alle verkaufen. Ja, wer weiß, was wir hier für Anpassungen und so noch vollführen können. Deswegen warten wir. Okay, das Schild haben wir, glaube ich, schon, ne? Du hast doch Dingens. Hast du so Silberreife? Range, weiß er jetzt nicht mehr. Du hast Reife, okay. Dann nehme diesen Reif. Ich hab so einen. Okay. Ja, 2 Punkte Intelligenz, hallo. Danke, Herr Helden, sehr schön. Gerade gegen Material tauschen. Okay. Bringt da nichts, wir können da noch nichts anpassen. Ah. What's this? Yeti. Wunderkoch. Mein Gott. Pac-Man. Was? Warum? Oh mein Gott. Erst Jades Gürtel aus Tales of the Abyss und jetzt hier sowas. Ah. Warum? Alles klar, dann hier Zubehör, bitte sagt, dass das hier Zubehör ist. Ich frage nach Pinguinhandschuhen. Pinguinhandschuhe sind schöne warme Handschuhe aus den Federn der Pinguinisten in den Eishöhlen außen. Lass mal sehen, wenn ihr 3 Pinguinfedern hättet, könnte ich euch ein paar machen. Okay. Ich hoffe, wir können die einfach so kaufen oder so. Oh, what? Maximal TP. Oh mein Gott, was? Wie viel teuer? Wie teuer? Ne. Eigentlich wollte ich ja noch. Stimmt, wir können ja auch in Flanor. Dieses eine kleine Balk wollte doch irgendwie so ein Getränk haben, das irgendwie Flanor irgendwie was hieß. Danach könnten wir vielleicht mal suchen.
Wir müssen aber erstmal irgendwie so einen Itemshop oder so finden. Okay, ich hab's gewusst. Eine Riesennuss oder was auch immer das ist. Du, ich habe deine Skulptur gesehen. Ich bin der geheimnis Holunderkoch. Ich bringe euch ein Rezept bei, dessen Aromen perfekt ausgewogen sind. Chavanmushi. Okay. Annehme Ei und eine Art von Fleisch. Bye bye, ich muss gehen, mein Planet. Der braucht mich immer und immer und immer wieder. Na. Item Shop, wo ist ein Item Shop? Ich möchte irgendwie ein Dingens hier. Ein Trank kaufen. Den dieser kleine Zwerg haben will. Den letzten aus Mitsuo hat er ja nicht so gut gefunden, deswegen suchen wir jetzt einen Item Shop, wo wir einen Trank kaufen können, nehme ich an. Jetzt sehe ich aber nirgends so einen Item Shop. Man kann doch nicht sein, dass hier nirgends so ein Item Shop ist. Wenn wir sagen, wo hier ein Itemshop ist, kann ich sagen, es gibt hier Waffen, Rüstung, Zubehör, aber kein Itemshop. Was ist denn jetzt schön? Hier gab es nichts, ne? Ich einkaufen, was? Stimmt doch mal einkaufen, Mann. Bin ich auch voll unvorbereitet. Okay, neue Rüstung und so weiter alles. Aber trotzdem. Ich sehe, dass ich nirgendwo einen Itemshop finde. Muss mich auf den Arm nehmen? Ich soll doch hier so ein Getränk irgendwie besorgen. Ich verstehe es nicht. Soll ich sagen, dass hier nirgendwo ein Itemshop ist? Ist halt dieser eine, der noch im Winter geschlossen ist, das ist doch voll Banane. Wahrscheinlich soll ich aber auch noch gar nicht hier hin, ne? Na gut, dann weiß ich nicht. Gucken wir mal. Sieht die aus wie Item schon? Im Winter geschlossen. Ja, super. Hier ist immer Winter. Ist ein Inn. Kann nicht sein. Okay, irgendwo eine Eishöhle. Da können wir irgendwie Pinguinhandschuhe bekommen. Warum nicht? Wo ist hier eine Höhle? Ich stürze mich jetzt nicht nochmal. Also, ja. Den Kampf um Colette zu befreien, wenn wir sowieso wieder drauf gehen. Boah, wie? Verkorkste Steuerung, das sieht irgendwie verdächtig aus. Tempel des Eises. Ach man, Leute, bist ein Spielverderber. Okay. Weiß ich nicht. Vielleicht so ein Flanortrank oder was auch immer das war, nochmal kaufen. Diesen einen aus der Toys-Biene. Aber nein. Die Steuerung ist auch so voll der Abfuck. So, kann ich da hin? Habe ich das schon ausprobiert? Ich weiß es nicht. Exile, da kann ich auch hin. Wolkenstadt Exile. Hallöchen. Hast du Besuch? Wow, das ist echt selten. Ja, weil ihr auch voll in der Luft seid. Oh, die Halbelfenstadt. Das Gefühl, ich sollte hier nirgendwo schon sein. Gerade jetzt gibt es ja auch wieder so einen Waffenshop und ich habe mein ganzes Geld aus dem Fenster geworfen gerade. Ist hier irgendwo ein Itemshop? Ganz nebenbei.
Ja, wir sind schon was Besonderes. Was? Wer bist du? Ich bin Presea. Und du? Ah, Tough Story ist es. Oh, wow. Wenn ich Angst hier irgendwie runterzufallen. Dann kann ich jetzt im Fels. Und irgendwo rein. Und irgendwie runter. Was? Was hat denn? Wieso kann ich denn hier nicht? Hier, glaube ich. Was hat denn für eine bärmatte Konstruktion? Wer tut denn so einrichten, ey? Der Architekt gehört geschlagen. Oh, lass mich raten. Ja. Baden Rayot gerade? Ja, ich bin immer noch der Typ von vorhin. Obsttorte. Gelernt. Tschüss. Planet. Der mich braucht und so. Oh Mann. Viele von denen gibt's. Und das ist ja immer nur einer. Das ist immer nur einer, ne? Macht es nur noch schlimmer. So, was ist deine Geschichte? Lass mich durch. Okay. Dann spring hier runter. Hier so viele Hunde, ey. Die Hunde würde ich gar nicht erst da reinlassen. Die springen doch wahrscheinlich als erstes hier runter. Ey. Aber nicht sehr nett. Nichts. Ich bin schon viel zu früh, ja, kann das sein? Ich sollte noch gar nicht hier sein. Dann gehen wir hier raus. So. Weiß ich nicht. Wo sollen wir hin? Noch mehr Orte erkunden, wo wir noch nicht waren. Oder vielleicht schon. Wo ist es? Heiße Quelle. Wir kommen im Haus der Besinnung. Oh, Auserwählte, wir haben eine offizielle Anordnung, seine Eminenz des Patriarchen erhalten, dich gefangen zu nehmen. Verstehe. Und? Wir dienen der Göttin Mattel und dem Auserwählten. Wir haben dich nicht gesehen. Sehr gut, ich wusste, ein Geistlicher würde es verstehen. Willst du dich in den heißen Quellen erholen? Oh nein, ich zeige meinen Freunden die Gegend. Ich verstehe, das ist gut, da die Lastquelle zur Zeit umgebaut wird und die Bäder daher nicht benutzt werden können. Kommt bitte später wieder, wenn ihr baden wollt. Klar, wir freuen uns drauf. Okay. Warum ist mich das selber verärgert? Ja, da ist eine Katze. Die möchte ich keinen Namen geben. Obwohl, vielleicht haben wir einen Charakter, der auch Katzen Namen geben kann. Das will ich nur noch dringender rein. Ich bin zum Glück gut ausgeruht. Warum steht eigentlich immer irgendwie eine Olle, die bewacht, wenn wir irgendwie da pinnen gehen? Wahrscheinlich ist das alles umsonst und da stehen einfach nur so Leute zufällig da und sagen, ach ja, übrigens, das kostet was. Also, vielleicht kostet das überhaupt nichts und die stehen einfach nur da und verlangen einfach so Geld und wir sind so blöd und geben das auch noch. Ja, ne? Das könnte vielleicht echt so sein. So ein Dreck. Okay, so wie das aussieht, haben wir vielleicht keine andere Wahl, als direkt zur Kulette zu gehen. Ich möchte jetzt auch nicht direkt nach, was ist denn das? Nach dieser Aufnahme wieder direkt trainieren gehen. Wo ist es? Gehen wieder rein. Tempel der Dunkelheit. Oh, also ist da reingehen, Leute, das wäre awesome. Na gut. Dann weiß ich nicht, dann müssen wir wahrscheinlich zu Klett gehen, aber wir mal ein paar Mal drauf gehen. Wir haben unseren stärksten Charakter dann wieder da rein.
mal weit reisen können. Hoffentlich haben wir dann komplett zurück, dann haben wir alle 8 Charaktere wieder. Und dann, naja, werden wir ja sehen. Das sieht irgendwie mal richtig aus. Goratschia Wald. Oh, leck mich. Wir sind aber zu schwach, um die zu retten, Mann. Wait. Oh, was haben wir da? Da war ich doch die ganze Zeit schon mal. Ja. Geht jemand kurz von Level Up? Irgendwie nicht schnell. Und Dreck. Ja, aber dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann. Ja, und versuchen, Colette nochmal zu retten. Schon mal Team irgendwie so umstellen. Weiß nicht. Lloyd. Und Rain natürlich. Genis. Aber wir wurden so vernichtend geschlagen, wenn ich mich nicht irre, ne? Oh, da haben die Mitglieder direkt gewechselt. Wow. Und so groß ist die Welt eigentlich gar nicht, finde ich. Von hier heißen Quellen, ne? Ja, und dann, wo ist jetzt Colette? Ich suche die schon mal. Würde ich sagen, dann sehen wir uns schon mal. Ach, warte, ich mache einen Schnitt. Dieser einsamen Insel, ja. Sagen, wir machen da einen Schnitt und ich sehe euch in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.